große Freude, welcome, aber es ist eben so, 41 Städte und urbane Regionen stellen schon was auf die Beine. Ich muss jetzt, also in Zukunft wird man das so arbeiten können, indem man sich vernetzt, indem man interdisziplinär arbeitet. Und von daher, ihr seid auf einem guten Weg und ich hoffe auch, dass die Tagung da Neues, Interessantes und Spannendes bringen wird. Leben ja nicht nur auf der grünen Wiese, sondern sie entstehen auch dort, wo schon uralte Stadtzentren existieren oder Siedlungen vorhanden sind. Und es geht immer darum, in Richtung Klimaverträglichkeit sich zu entwickeln, aber auch einen Mehrwert für die Städte und für die Bewohner und Bewohnerinnen zu schaffen. Für uns ist jedes Projekt dann besonders wertvoll, wenn man Dinge auch vervielfachen kann. Das ist unsere Hauptstoßrichtung, denn wir können nicht alles fördern, wir können aber sehr wohl Musterobjekte fördern. Wir sind heute hier, weil wir seit einiger Zeit zur Vernetzung der Smart Cities Projekte Vernetzungsveranstaltungen organisieren. Wo es darum geht, dass sie die Projekte austauschen, die Projektanten der mittlerweile ja ganz großen Anzahl an Smart Cities Projekten Österreichs kennenlernen. Ein Netzwerk, das auch eine gewisse Tragfähigkeit hat und wo ich glaube, dass das sehr förderlich ist, wenn man sich da in regelmäßigen Abständen trifft, optimalerweise an Orten, wo man auch was sehen kann. Fragen mit Heimnehmern, Anregungen mit Heimnehmern, ja, das fördert einfach den Austausch. Ja, das Spezielle für uns ist, dass wir hier eine ganz große Verschneidung unterschiedlicher Disziplinen haben, die von unterschiedlichen Blickpunkten aus, mit ganz unterschiedlichen Brillen, sage ich jetzt einmal, auf eine Themenstellung, da ist es halt Sanierung im Bestand, Nachverdichtung und sozialer Wohnbau, schauen. Und daraus glauben wir und sind eigentlich davon überzeugt, dass dann neue Lösungen dadurch herauskommen, weil natürlich dann auch irgendwo Konsens geschlossen werden muss. Aber sozusagen diese unterschiedlichen Blickpunkte auch Teil der gemeinsamen Lösung sind. Ich glaube, das Problem haben alle und ich glaube, es ist wichtig, dass es gemeinsam gelöst wird und dass man sich dem auch stellt, damit man dann vielleicht auch einmal zu einer anderen Governance-Struktur kommt, dass es am Ende dann vielleicht auch zu einer anderen Förderpolitik, ich sage jetzt Stichwort Wohnbauförderung, ja, dass sich vielleicht auch Rollen verändern, ja, also Eigentümerrollen, Bauträgerrollen. Wir sind ja ganz am Anfang einer möglichen Veränderung, einer möglichen Transformation, aber das ist eigentlich das Ziel, auf das wir da jetzt gemeinsam zugehen. We'll be right back.